Hallo Hallo Leute, Leute! herzlich willkommen hier bei Kochlust. Und mein lieber Mann, was kochen wir heute? Ja, ich nicht, aber meine liebe Frau kocht heute Äpfelkirchlein. Ja! Ja! Es gibt schon ein Apfelkirchel-Rezept-Video von uns, das ist aber schon 5 Jahre alt und Ja, dauert 30 Minuten. viel zu lang. Wir müssen die Videos kürzen, weil wenn einer das kochen will, dann will er nicht so viel Ja, Zeit zum und ich Schauen habe hier verbringen. den ganzen Schmuck noch rum. Den muss Wir ich mal weglegen hier. legen uns ins Limit. Das Video muss in 7 Minuten fertig sein, mindestens, vielleicht auch schneller. So, ja, dann muss ich mich ja beeilen hier. Seht mal, meine Frau hat so tolle Armreifen, die kann man auch als Ohrringe verwenden, ja? Das sind Na. Kreolen, absolut toll. Von wem hast du denn die, Schatz? Von meiner Ach Schwester, so, von meiner Mutter, von meinem Bruder, ich von dachte von dir, mir. Ach so, ich bin der von der Letzte. ganzen Familie. Ja, ich bin der Letzte. So, ich muss meine Brille putzen. Meine So, Frau kocht. okay, Uhr weg. Will hier keine Beschwerden. Hast dich nicht So. gut vorbereitet hier. Na, habe ich nicht. Entschuldigung, meine Stimmen heute, Leute. Ja, das ist der Mr. Schnief Ja, ich heute. bin ein bisschen So. verkühlt. So. Jetzt, Deswegen wo gibt es ist mein jetzt Messer? Messer. Vitamine. Ultra brutale Vitamine. Ja. Dieser Apfel, der Hast macht du auch. eigentlich meinen Apfelschneider geholt vom Geschäft? Diesen Ja, haben wir Ausstecher? jetzt vergessen. Ja, das machen wir mit dem Ja, ins Messer. Butterschmolz. Hast du das wenigstens mitgenommen? Ja, aber ausverkauft. Na ja. Moment, So, Moment. ich mach Das das spulen wir schnell. schnell vor. Ich schneide das schnell. Nein, das ist falsch Na, so. so mische Nein, du. nein. Lass, mach du einen und ich einen. Dann sehen Wir wir spulen danach. das schnell vor. Na. Schau, Schatz. Das tun wir so. Ein Apfelschneider. Wer braucht einen Apfelschneider? Wie? Ha. Was haben die Leute im Mittelalter getan, wo es Die das noch haben kein nicht. Äpfelkirchlein gemacht. Die haben die Apfelküchlein erfunden. Und jetzt mit dem Finger. Schauen wir mal, wer schneller ist. Na, wie du die jetzt beeilst. Na, brutal. Na, brutal. Ja, Ido mit so einem Scheißmesser. Hey, wo ist das Messer? Betrüger. Wie dick müssen das sein? Ein Zentimeter, meine Enzidina. Zentimeter? So. 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 Also diese mittelalterliche Messertechnik. Und schaut mal, wie schön. Schaut mal. Ja. Ich esse mal. Da habe ich auch gewonnen. So. Jetzt vergleich mal meinen mit den von meinen. Nein, das war schon Na, mal. brutal! Na. Du hast jetzt den schlimmsten ausgesucht von mir. Warte. Hier der Beste, schau. Ja, genau, was ist denn das? Jetzt wollte ich schon was sagen, aber das wollte ich jetzt nicht. So, okay. So. Wir machen jetzt, ja, fürs Video reichen ja die, oder? So, Dann ja. machen wir dann danach, ne, ein Video. So, jetzt brauchen wir den Saft einer Zitrone. Ja. Na, wo ist schon der Dresser? Ja, das ist wahrscheinlich auch meine Schuld, dass der nicht hier ist. Ich brauche keinen Presser. Wo hast du denn? Ja, ich mach's mit der Hand. Ach Gott, Schatz. Wo ist denn der Presser? Ja, weg. Im Geschirrspüler. Ist egal. So. Also meine Frau, wenn die kocht, so chaotisch. Na, eigentlich bist du hier der Chaot in der Küche. So, wir müssen uns ja beeilen, sonst dauert das ja wieder hier eine Stunde. Bin ein guter Presser. So, und eine Packung Vanillezucker, weil sonst werden die Äpfel braun. Man kann die auch schälen, dann ist es feiner zu essen, aber mit Schale sind mehr Vitamine drin. Aber meine Frage, Geh mal weg meine hier. kurze Frage: Die Äpfel, wenn die braun sind, ist doch egal. Da ist ja sowieso ein Teig drumrum. Ja, aber trotzdem. So, jetzt haben wir die rein. Ja. Ja, jetzt haben wir wieder mal die kleinste Schüssel ausgesucht. Aber ist ja egal. Soll ich hier schon mal erhitzen, das Pfännchen? Na. Ah ja, aber das Butterschmalz, das Imaginäre, kannst du einfüllen, was du ja nicht mitgenommen hast. Ja? Vom Ja, Geschäft. ich gebe zu, Leute, es war nicht ausverkauft. Das ist so schweineteuer, hey, das ist Na, verrückt. na, also. Na komm, das ist so teuer. Wir nehmen einfach ein Öl. Wie viel brauchst du denn? Ja, so wie für Schnitzel. Ja, ich verstehe schon. So, haben wir schon. Aber es stimmt schon, mit Butterschmalz wird es besser. So, das haben wir jetzt. Muss man noch einen Teig machen, Schatz.
Ich filme mal, wie meine Frau das Teigerl macht. So. So, jetzt nimmst du das Eierl. Oh, wie du das trennst, du. Wie na, ein, bitte sei still, sonst verhau ich Profi es. Wie machst du das? Super, hä? Super. Dann müssen wir mal einen Applaus einfügen. Applaus! Na, bitte sei still. Schau, jetzt, ich verhau es nicht. Jetzt nimmst du das nächste Eierl. Na, bitte. Wie viele Eier brauchst du denn? Zwei. Zwei Eierl. Butter. 50 Gramm Butter schmelzen wir noch. So. Ich will das hier mal wegräumen, Küchenlehrling. So. Ich räume es hinter, du kannst es später verräumen. Tut dir dann mal weg, dann brauche ich nicht. So, dann kommt das Eigelb und das Mehl. Kannst du mir mal 250... Soll ich hier rühren? Mehl, was? Ich brauche ja 250 Mineral. Ach so, ja. Durch das Mineral wird der Teig so richtig schön locker, ja, die Kohlensäure drin. Na, was tust du denn? Das machen wir schon. Das schäumt jetzt schön. Das schaut cool aus, gell? Ja, das schaut super cool aus. Also wenn ihr beim Kochen was Cooles sehen wollt, dann macht das. Tun wir dann rein. Ein bisschen Vanillezucker. Schadet nie. So. Brauchen wir. Das müssen wir nachher noch steif schlagen. Kommen wir jetzt überhaupt an? Nö, unser Mixer ist kaputt geworden. Müssen wir mit der Küchenmaschine. Na, ach jö. Dann hast du das lieb gesagt. Ach jö. Alles wird hier kaputt. Ach jö, mir ist das Eierl auf den Boden gefallen. Na, Sam sogar die nehmen wir. Ach jö. Sam sogar der Herrschaftszeiten. Hey. Kim, der Butter jetzt da rein? Ja, ich glaube schon. Aber ich schaue besser noch mal bei meinen Schwindezetteln nach. Ich kann ja nicht immer alles auswendig wissen. Meine Frau ist so vergesslich. Und dann sagst du immer, ich wäre vergesslich. Unterrühren, ja, ja. So. Aber dann mögen wir nicht heiß machen, nur ein bisschen schmelzen. So. Ja, und unter... Was duschen du? Du nur dein Eisschnee, das ja, ja, du verhaust mir dann alles. Und dann heißt es wieder ich. Nö. So. Jetzt muss ich einen Lärm machen. Pass. Spül mal vor. Spül mal vor. Bevor ich es vergesse, unter die Eiweißschneemasse kommt eine Prise Salz dazu. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Und noch ein Tipp von mir, wenn ihr euch beim Rühren so schwer tut, dann nehmt ihr den Deckel seitlich und hier hat dann einen Griff für den Daumen und dann kann man das so seitlich rühren. Ja? Geht super, schau mal. Absolut super. Weißt du eigentlich, für was der Griff ist? Für den Daumen hier. Ja, der ist zum Aufstellen. Aber egal. Ja, man kann ihn auch für den Daumen nehmen. Ja, ich muss jetzt mal meine Eischnitt schneiden. Ja, ja, ja. Küchenmaschine braucht länger, als ich hier wieder alles aufzuräumen. Hast du eigentlich gesehen? Ja, also eigentlich habe ich es gerade aufgeräumt, aber ist okay. Ist okay. Was hast du? Ich habe einen Beweis. Auf wie, ich habe es gefilmt währenddessen. So. Was? Wer hier aufgeräumt hat, ja, schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach, ja. So. Jetzt kommt Eischnee hier unterheben. Der Eischnee rein. Läuse, durch das Ganze wird der Teig natürlich super locker. Stimmt. Ja. Schaut, könnte man eigentlich auch statt ein Eischnee ein bisschen Backpulver reinbringen. Ja, aber... Würde schneller gehen, aber so ist natürlich... Ja, aber dann verschwendest du ja hier wieder das Eigelb. Das stimmt, das stimmt. Was soll das dann? Was hast du denn hier wieder? Ja, also der Teig ist wunderbar gerührt, wie man sieht, ja, absolut. Ja, muss ich dich mal loben. Hast du gut gemacht. Ja, ein Küsschen bitte. So, danke. Aber jetzt... So, und das war's schon. Das wird jetzt nur untergehebt und dann kommen die Apfel rein, rausbacken. Top. Ich weiß nicht, ob man es in den 7 Minuten meist, schafft man das noch. Ja, ich weiß nicht. Du plapperst ja hier immer so viel. Und dann haben wir es vor 5 Jahren 30 Minuten, nach 5 Jahren 7 Minuten. Und in 5 Jahren machen wir nochmal ein Apfelkuchen-Video. Dann eine machen wir es in einer Minute. Ja, so. Man kann es auch in einer Minute machen, ja, das ja, ist kein sicher. Problem.
Aber wir wollen ja nicht nur zeigen, tschak, tschak, für das gibt es ja nächste Woche wieder das Kurzvideo von mir, sondern auch mal das Kochen Freude macht. So. Weg hier. Und was Schönes ist, was Kochen Spaß ist. So. Ist das Öl schon perfekt? Hast Darf du das? Ich eine machen? Ja, bitte. Na, ich weiß, dass du das... Na, fang an. Na, ich habe schon gesehen. Nein. Nein, fang an. Fang an. Mach Nein, das. Das machst du. Schatz, wir haben nur noch 7 Minuten. Schleim ja, nicht. Aber du hast so. Das Öl. Ich weiß also, nicht, ob das du... Öl oder das Butterschmalz. Das Öl ist schon sehr heiß. Ja, ist, glaube ich, fast schon zu heiß. Moment. Warte, Schatz, das möchte ich schon filmen. Ja. Aber verbrenne ich nicht. Das ist sehr heiß, das Öl. Ich hoffe, das explodiert jetzt nicht. Ja, ich hoffe auch. Ja. Geht schon. Und das kommt dann hier rein. Hier brutzelt's. Jetzt schauen wir nochmal rein. Einfach nur hier rein. Bisschen rumwenden. Und hier rein. Willst du auch eine machen? Das haben wir noch gar nie mit Bananen probiert. Meinst du gut? Ja, vielleicht ist das wie beim Chinesen. Ja, so die machen ja das ist Bananen. Ich kann es auch nicht mit ich Bananen. Ich habe jetzt keine hier. Nö, heute geht es um die Apfelkuchen. Ja. Also Schuster bleibt alleine leisten. So, die werden jetzt so. Hier drin. Ja, geh runter hier. Ja. Das einzige Problem bei diesen Essen ist, wenn du für 5, 6 Leute kochst, es dauert halt, bis du mal alle hast. Du musst mal hier, du bist immer wieder am Rausbacken oder du machst halt 4, 5 Pfannen. Aber ja, das ist wie bei Polsterzipfer. Ja, das ist halt so, stellst mal auf, lecker. Gehen die ersten essen und der, wie beim Grillen praktisch. Der Koch ist zum der Schluss. Letzte. Ja, genau. Ja. Nicht das Letzte, sondern der Letzte. Ich habe nur gesagt, der Letzte. Ja, ja, ich weiß schon. Hast ja, du ja. was an den Ohren in ja. letzter Zeit? Eine Liebeskugel. Warte, ich werf sie zu dir. Wish. Wish. Bei Wish kannst du was bestellen. Ja, ich bestelle nichts bei Wish. Ja. So, die sehen schon super aus. Wir lassen es jetzt ganz kurz braten. Wir spulen das vor, dass wir wichtige Sekunden sparen. So, schon sind sie fertig. Wie gesagt, wenn man es nur als Nachspeise macht, dann genügt einer, dann haben wir es. Aber wir machen es heute als Hauptspeise. Und die sind jetzt noch ein bisschen hell, weil das Öl frisch ist. Die letzten werden relativ braun. Ja, wie relativ braun. Einfach dunkler, wie beim Schnitzel. Mir gefallen sie dunkler besser, aber noch sieht es aus, wie sie zu hell wären. Das ist doch nur, weil es die ersten sind. So. Dann richte ich das mal an. Und schon ist das Ganze fertig. Die anderen machen wir danach ein Video. Ach so, jetzt brauche ich hier einen hübschen Teller. Was willst du denn anrichten? Das sieht doch schon genial aus. Na, aber nicht du hast den Bock, den. Jetzt tust du von einem auf den anderen Teller? Ja, ich müsste ja noch, da kommt ja noch was drüber, Schatz. Ja, okay. Spul mal nochmal vor, wie es meine Frau anrichtet. Meine Frau hat sie wunderschön angerichtet. Ja, also das kann sie ja. Das kann sie. Man sieht es ja. So. So, du brauchst hier beim Foto machen länger, wie ich für die ganzen Apfelringe. Also normal habe ich die immer mit der Hand gegessen. Isst man jetzt mit Gabel? Okay. Seit wann isst man die mit der Hand? Ich esse Apfeldinger immer auf, mit das Hand. Obst innen ist heiß, ja? Ist mir schon Und nicht klar. hier wieder und dahinter laufen und 5 Liter Wasser noch trinken. Spuck schon um. Mua. 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 Unglaublich, Schatz. Hey, das ist so geil, der Tag. Der ist richtig... Oh, hey, unbedingt. Wer das noch nicht gemacht hat, sofort. Oh, Entschuldigung, Spucker. Sofort machen. Musst du das nächste Mal am Regenschirm aufspannen hier? Na, so gut. Ja, noch ein bisschen heiß. Und der absolute Wahnsinn. Schatz. Super gemacht. Jetzt beenden wir das Video gleich, dass wir die 7 Minuten noch schaffen. Echt super, ich kann das 1000 Mal empfehlen. Du auch, Schatz? Ja. Super, und kostet auch noch viel. Ciao. Tschüss. Mmh. Na, so gut, ich liebe das einfach. Wir machen jetzt 7 machen. Na, auch, na, 7. Ja, das wird. Mmh. Selber.